FM 4. Mitternachtseinlage. Projekt X. Ladies and gentlemen, we proudly present Projekt X, the heterodyne high quality sound recreation explosion for your personal diffusion process. Psychological power pressing mission assassination. Ausgefallen, ich weiß gar nicht. Was meinst denn du? Na, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich aber auch jetzt nicht wieder Wiederholung klären. Ich meine, ich hab eh nur so reingeschaut ein bisschen, aber weißt du, so gerade dass halt das geht, dass nicht voll fetzen ist. Bitte mir doch wurscht, was ich kriege. Ist eigentlich nicht durchfällig. Das war scheißen gehen, der Idiot. Ups, Chief. Morgen. Setzen. Setze ich schon. Was haben wir letztes Mal gemacht? Weil jetzt in Deutsch oder Geschichte. Hurra, ich glaube, es ist irgendwie wichtig. Ja, Herr Professor. Und wir haben das oft genug durchgemacht, dass ihr aufzeigt. Ja. Entschuldigung, Herr Professor. Und ich rufe euch dann. Ja? Ja. So. Also, bitte, Hurra, sag. Ja, aber ich wollte nur wissen, wenn es jetzt die Deutsch- oder die Geschichte-Stunde? Haben wir jetzt Deutsch- oder Geschichte? Ja, wir sind weiß soll, bei uns. Ja, soll ich für dich den Stundenplan irgendwann ansagen, oder wie? Also, wie stellst du das vor? Ja, ich habe glaube Geschichte nämlich. Naja, es ist auch Geschichte. Ich meine, es ist zu Beginn jedes Jahres, schauen wir uns den Stundenplan an, jetzt ist die Schule ja fast vorbei. Ja. Ich glaube, da könntest selbst du dann schon drauf kommen, Hure. Okay. Geht schon? Ja, also was haben wir gemacht letztes Mal? War Reformation, glaube ich. Reformation? Mhm. Mhm. Was ist das? Das ist die, also eigentlich ist Reformation die Reaktion auf die Revolution von Martin Luther, wird aber im Nachhinein als Reformation bezeichnet. Wer war Martin Luther, sagt mir der Schallmeier? 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 Schlafst du, Schallmeier? Wo ist der? Schallmeier? Wo ist der Schallmeier? Der nicht da. Ich glaube, in der letzten Schulwoche kann er daheim bleiben. Hure, hast du ihn gesehen? Schallmeier ist, glaube ich, krank. Krank? Ja. Was hat er, akute Dachinose oder was? Nein, der hat Bauchweh und Grippe. Bauchweh und Grippe, na der Arme. Na, ich komme ihn im Spital besuchen. Nein, er ist daheim. Er ist daheim? Mhm. Woher weißt du das? Weil ich den Entschuldigung geschrieben habe, er hat angerufen. Gott, das ist nicht Gut, dann sagt man das der Gruber. Gruber. Ist der Gruber auch nicht da? Ich weiß nicht, der war die ganze Woche schon nicht Hure, da. Hure, kannst du nicht aufzeigen, bevor du redest? Hure, bitte. Der war die ganze Woche schon nicht da. Der war die ganze Woche schon nicht da? Nein, Montag in Deutsch war er noch da. Die Woche? Also, da habe ich dann noch geprüft, die letzte Prüfung. Was hat er da? Ja, ich auch schon. Na, das war der Dudl. Dudl? Jetzt sag mal, drei Leute fehlen akkurat in der letzten Schulwoche, wo ein herrliches Wetter draußen ist. Gut, Hure, dann sagen wir du. Reformation.
du hast das eh schon ganz gut. Ja, also die Gegenreaktion auf die Revolution auf, von Martin Luther, der auf war eine ein Revolution. Mensch. Martin Luther hätte eigentlich Jurist werden sollen, ja. Ist dann aber doch Geistlicher geworden. Ja. Und der hat sich gegen den Ablasshandel gewendet. Ja. Ablasshandel, was ist das genau? Der Ablasshandel. Dass du das ganz kurz definierst, Hure. Und zwar war das so, dass das Gesandte vom Papst beziehungsweise von den Fürsten durch die Lande gezogen sind, ja, und Geld gesammelt haben für den Erlass von Sünden. Genau, also das war sozusagen fußt auf einer kirchenphilosophischen Annahme, dass man sich Sündenerlass kaufen kann. Genau, dass man sich das kaufen kann, dass man nachher quasi... Dass man nicht so lange im Fegefeuer sein muss. Richtig, richtig. Und warum will niemand im Fegefeuer sein? Ja, weil es total unangenehm ist. Richtig, richtig. So heiß. Was ist das so unangenehm? Das sagt mir die Susi. Außer dass es heiß ist, Susi, was ist noch unangenehm im Fegefeuer? Wie definiert die Kirche das Fegefeuer in der Reformations- und Zeit? Susi! So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in der letzten Woche vielleicht doch noch eine Klassenbucheintragung machen muss. Wo ist die Susi? Mir fehlt, glaube ich. Was heißt die Fehlhure? Ja, weil es nicht da ist, meine ich. Ja, natürlich ist. Ich merke doch, dass sie nicht da ist, wenn ich sie rufe. Aber ist krank? Hat sie sich abgemeldet? Wir werden das wieder so, wenn das in der letzten Schulwoche so einer ist, dass da keiner mehr kommt und keiner mehr den Stoff durchmacht, dann werde ich eine Klassenbucheintragung und dann werde ich nochmal die Noten beanspruchen. Das kannst du ihnen sagen, wenn es am Nachmittag euch zum Fußballspielen trifft. Ich gehe nicht Fußball spielen. Aber ich kann nichts dafür, wenn die anderen nicht da sind. Du kannst eh nichts dafür, aber... ist ja unglaublich, Hure, oder? Oder? Ja, aber... Was aber? Aber es ist die... Ja. Ich hab eh alles gelernt. Na gut. You will not be... Hat irgendjemand eine Entschuldigung von diesen vielen gebracht eigentlich? Also ich weiß es nicht, Herr Professor, aber vom Hartl soll ich nur ausrichten, dass er eben eine Entschuldigung nachbringt. Wann bringt er die? Im nächsten Schuljahr? Am Montag, glaube ich. Und Montag sind Ferien, Hure. Aber ist im Sekretariat nicht noch wer? Na, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Montag sind schon Ferien im Ernst? Montag sind Ferien, ja. Aber ist morgen ist eine Tagesverteilung, oder? Ja, gut. Was kriege ich jetzt eigentlich in Geschichte? Naja, schauen wir mal. Wir waren eigentlich bei der Reformation. Ja, ich würde mich nämlich gerne auf ein Zweier prüfen lassen, oder eins, wenn es geht. Naja, dann werden wir ein bisschen weiterreden müssen. Also wir waren beim Fegefeuer, die Susi hat das nicht beantworten können, sie ist nicht da. Dann mach halt gleich du weiter, Hure. Mit Fegefeuer? Genau, wie definiert sich das Fegefeuer? Das je mehr Sünden man gemacht hat im Leben, desto länger muss man im Fegefeuer sein. Richtig, wie lang ist das ungefähr? Gibt's da eine Formel? Weiß ich nicht. Ja, oder wer sagt das, wie lange man da drinnen ist? Der Papst. Der Papst, wenn man auf der Erde ist, weil er ist der Stellvertreter von? Von Jesus. Also der Nachfolger von Petrus. Und, aber der erste, Simon heißt? Aber wer ist der Oberste? Der Gott. Genau, der Gott. Und der Gott ist auch der das sagt, wie lange man im Fegefeuer ist. Echt? Das haben wir durchgebracht. Ich meine, Hure, du willst einen Zweier haben. Wie, du weißt nicht einmal, dass der Gott sagt, wie lange man im Fegefeuer ist. Wie soll ich da dann Zweier geben? Ja, weil ich immer dachte... Das ist nicht einmal befriedigend. Ich mir dachte, dass es eher Religion ist und nicht Geschichte. Ja, aber wenn wir in Geschichte die Reformation durchmachen, lege ich auch Wert,
dass ich meine, hey, du bist römisch-katholisch. Ja, eben, deswegen ist es auch schwierig. Das ist ja evangelische Reformation eigentlich. Aber das mit dem Fegefeuer hat durchaus sehr viel zu tun. Was haben denn eigentlich die Evangelischen? Oder wie nennt man sie noch? Protestanten. Was haben die überhaupt zu tun mit den römisch-katholischen? Die haben dieselbe Bibel, also die glauben halt vor allem nur ans Neue Testament. Ja, geschichtlich? Die haben sich abgespalten dann halt nach dem Luther. Die haben ja jahrhundertelang die gleiche Geschichte gehabt, Ure. Richtig, nicht? Genau. Ja. Und was haben sie dann gemacht? Sag mal, prüfst du jetzt mich? Also, Entschuldigung. Hm? Also, die... Dann kam... Und die Evangelischen glauben halt, dass die Menschen keinen Mittler zwischen Gott brauchen, dass jeder Mensch selber vor Gott steht und sich verantworten muss. Und haben deswegen auch das ganze Priesteramt und das Papsttum in Frage gestellt. Ja. Was natürlich schlecht war, weil alle Machtstrukturen, auch die weltlichen Strukturen, damals ganz eng mit dem Papsttum verwebt waren. Richtig. Also der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten war eigentlich ein ganz normaler politischer Machtkonflikt. Und auch ein? Geld. Ein wirtschaftlicher Konflikt, Hure. Na klar war das auch ein wirtschaftlicher Konflikt. Natürlich ist es auch um das Geld gegangen, nicht? Richtig, und dann haben sie eben Martin Luther vorgeladen zum Reichstag nach Worms. Ja. Und da ist er... Das erzählt mir jetzt der Lugmeier weiter. Lugmeier. Wo ist der Lugmeier? Lugmeier. Wie ist das dann weitergegangen? Ure, wo ist der Lugmeier? Lugmeier? Der war... Vorher war er noch da. Im Bio. Und die ist einfach, hat gesagt, die Geschichte interessiert mich halt nicht, ich sehe die letzte Woche, da gehe ich. Vielleicht ist ihm schlecht geworden oder so, oder ein Eis holen gegangen. Mhm. Naja, das werde ich mal schön notieren. Das kannst du ihm ausrichten, darüber werden wir noch reden. Lugmeier. Das ist jetzt der fünfte, der fehlt. So, Waldi. Die Waldi fehlt auch. Naja, da werden wir, glaube ich, durchaus mit dem Herrn Direktor drüber reden müssen. Da werden wir auf jeden Fall, das sind 5 Fehlende. Na gut, Hure, erzählst du weiter. Was zählen? Erzählen. Also, ja? Also da hat der Kaiser Martin Luther nach Worms eingeladen und da waren der Kaiser und alle seine Freunde. Wo ist denn Worms? In Deutschland. Richtig, in Deutschland. Deutschland damals? BRD. Richtig. Unterteilt in? Fürstentümer. Richtig, in Baden-Württemberg. Mhm, Bayern. Bayern. Obwohl Bayern war im Königreich nicht. Aber damals hat es noch gar nicht gegeben, Deutschland eigentlich. Naja, eben. Und lauter kleine. Richtig. Erst und dann Bismarck dann. Was aber noch nicht durchgenommen ist, habe ich nur selber vorausgelernt schon. Sehr gut, Hure. Sehr gut. Naja, das gefällt mir schon besser. Na gut. Also, BRD, DDR, Honecker und der Luther. Richtig. Und der Honecker ist ausgetreten. Ja. Und ist daraufhin exkommuniziert worden vom Papst. Richtig. Was bedeutet das politisch? Eben weil die Kirche sehr eng mit der Politik zusammenhängt. Ja. Und Honecker war in welcher Position? Der war Chef. Richtig. Von der Regierung und allem. Und wer war der Chef von der Kirche? Der Papst. Der Papst, richtig. Und wenn die beiden nicht mehr können miteinander, ja, was hat das für Folgen? Ja, da ist man gesellschaftlich geächtet. Ja, aber wir haben zuerst darüber geredet, was hat das für politische und wirtschaftliche Folgen. Und vor allem wirtschaftliche Folgen. Kommt kein Geld mehr rein. Naja, natürlich. Ohne Geld auch keine Macht. Wenn der Herrscher und der kirchliche Fürst sich nicht mehr verstehen, Hure, ja? Naja, dann fehlt er dem kirchlichen Fürsten, fehlt er dann die Schutzherrschaft. Genau. Nicht? Dann kann er sich ja nicht mehr, der kann sich nicht mehr so gut verteidigen dann. Naja, natürlich nicht. Und was ist die Folge? Krieg! Krieg, Hure! Krieg ist die Folge! Verstehst du das? Ja. Warum ist Krieg die Folge? Weil wenn die kein Geld haben und sich nicht verteidigen können, dann müssen sie angreifen. Naja, natürlich eben. Die Kirche hat die Möglichkeit, das hast du am Anfang gesagt, Ablassgelder einzutreiben. Mhm.
Genau. Nicht? Wenn da die politische Unterstützung, also auch die logistische Unterstützung fehlt, dann darf die das nicht mehr machen, die Kirche. Ja, da fehlt ja das Geld, ne? Naja, da können sie ja keine Kirchen mehr bauen und können nicht mehr die Sachen anziehen, die tollen, mit die Hüte, der Bischof. Die goldenen Kleider auch. Naja, eben. Und die Becher, die und die Monstranzen und ja, die Tabernakel. Mit Edelsteinen drauf. Naja, und die ganzen Figuren, die Pietà. Was ist Pietà? Na, was ist ein Pietà? Habt ihr keine Kunstgeschichte gemacht im Bildnerische? Da haben wir Popart gemacht, ja. Ja, Pietà ist, wenn die Maria in Jesus hält. Aha, wieso heißt das Pietà? Wieso heißt das Pietà? Wenn die Maria in Jesus hält. Kennst du ein Wort, was mit Piet? Pietät? Naja, eben. Ja, Hure, ein bisschen besser kannst du dich schon vorbereiten. Aber das ist ja Latein eigentlich jetzt. Naja, aber gut. Kommen wir zurück zur Reformation. Der Luther. Ja, jedenfalls hat er gesagt, der Kaiser, er soll zum Reichstag kommen und das erklären mit seinen Thesen. Und hat ihm quasi freies Geleit zugesichert. Und was heißt das, freies Geleit? Dass er, obwohl alle angefressen waren auf ihn, dort nicht festgenommen werden darf. Richtig, er wird nicht verhaftet und sie hacken ihm nicht den Schädel ab. Ja, genau. Nicht? Und das war aber insofern arg, weil davor war ein anderer Reichstag. Ja. Und da haben sie den Johannes Hus. Hus, genau. Auch freies Geleit zugesichert. Johannes Hus. Haben ihn aber trotzdem dann hingerichtet. Johannes Hus, der Führer, der Hussiten. Naja, eben. Und dem haben sie den Schädel abgehackt. Verbrannt. Auch. Und obwohl sie gesagt haben, er hat freies Geleit. Naja, ist der Luther eben noch warm gekommen und hat am ersten Tag noch gar nichts groß gesagt, hat er schon geglaubt, weil er ruft. Ja. Am nächsten Tag hat er dann aber einen Anfall gekriegt, hat urlaut geschrien und gesagt, wie es ist. Und dann hat ihn aber irgendein Fürst entführen lassen, also tut es dann, als ob entführen, damit er auf der Burg, auf der Wartburg, dann heimlich weiterschreiben kann. Was heißt das für uns und was kann man bis in unsere Zeit aus dem lernen? Dass, wenn wer sagt, dass alles okay ist, dass nicht unbedingt stimmen muss. Richtig, dass die Politiker auch nicht immer die Wahrheit reden. Genau. Sind auch nicht unfehlbar. Was fällt dir da für ein Beispiel ein aus der Jetztzeit? Ja, zum Beispiel ganzen Politiker. Richtig, Hure, welcher? Na, zum Beispiel der Grasser, weil der spart mit Nulldefizit oder... Ja. Oder zum Beispiel... Der spart aber selber? Ja. Gibt er schon Geld aus, ja, ne? Ja, genau. Kauft er sich teures Essen vielleicht? Ja, oder der Gusenbauer, der immer sagt, sozialistisch und dann Rotwein trinkt. Naja, aber was ist, das passt ja zusammen, ne? Ach so. Wie ist denn die Farbe von den Sozialisten? Rot. Und wie ist die Farbe vom Rotwein? Nein, ich darf noch keinen Alkohol trinken. Naja, was glaubst, rat einmal. Hast du schon einmal gesehen an Rotwein? So, violett, dunkel, purpur. Purpurrot, ne? Also passt das schon zusammen, Hure. Ja, aber das ist ein anderes Rot als die von der SPÖ. Ja, wer von euch hat denn schon einmal einen Wein getrunken? Und gesehen? Hm? Gastinger. Wo ist der Gastinger? Der Gastinger. Ist der schon wieder aufs Häusl gegangen? Der geht ja ständig aufs Häusl. Was hat denn der mit der Blase, der Gastinger? Die Blase ist auch nicht da. Die sind beide nicht da? Wahrscheinlich haben sie was miteinander. Das sind jetzt 7, die fehlen. Ich muss jetzt, das wird Folgen haben. Gut, also Politiker sagen nicht die Wahrheit. Nicht immer, auch damals schon. Aber was ist mit dem Luther passiert dann? Der Luther ist dann immer dicker geworden. Richtig. Und älter halt. Auch. Ja. Und der hat dann halt... Das Ding ist, früher, dass es sein Glück war, dass er schon einen Buchdruck gegeben hat. Weil davor... Warum hat es den gegeben? Den hat der Gänsfleisch erfunden. Gutenberg. Ja, aber der hat eigentlich Gänsfleisch geheißen, den richtigen Namen. Gutenberg war ein Künstlername. Naja, und wie sagst zum Bob Dylan? Sagst Robert Zimmermann oder sagst Bob Dylan? Ja, der gefällt mir nicht so gut. Oder zum... Ne? Also,
Also Buchdruck. Der Gutenberg. Buchdruck. Was hat es dem Luther gebracht? Na, weil der früher haben die Leute, darf es nicht so viele Schriften geben von einem Ding, weil, also da hat es immer Menschen gegeben, die gegen den Papst geschrieben haben oder so, und dann hat die Kirche das einfach verbrannt. Naja, aber wer waren die Menschen, die am meisten geschrieben haben früher? Die Mönche. Richtig. Und wo waren die? In welcher Organisation? Na richtig, Kirche. Die waren ja innerhalb der Kirche, nicht? Das heißt, dass die Kirche, dadurch, dass sie auch edukativ tätig waren, also in der... Erzieherisch? Ja, pädagogisch, nicht? Bei der Kirche hat man was lernen können, hat man schreiben lernen können. Das war ja nichts Selbstverständliches, lesen und schreiben können, ne? Vor allem eben schreiben, ne? Vor allem, da hat es nicht so viele Exemplare gegeben von einer Schrift. Wenn jetzt einer schimmert, der Papst ist deppert oder so, also nicht so, aber wenn schimmert, der Papst ist nicht gut. Ja. Und hat das maximal zwei, drei Mal auf einen Zettel schreiben können. Genau. Dann haben die das verbrannt und dann war's weg. Genau. Und wer hat am meisten geschrieben? Wer hat die meiste Vervielfältigungsmöglichkeit gehabt? Die Mönche. Naja, die Kirche. Okay. Wer hat die geschrieben haben, der Papst ist nicht gut? Wenn ich sag. Na, die werden das nicht geschrieben haben, weil die sind ja bei der Organisation. Das heißt, die Kirche hat, wenn man es mit heute vergleicht... Medienmonopol. Richtig, es war wie eine Art Medienmonopol-Hure. Nicht? Und was bedeutet das für die Kirche? Totale Macht. Also die haben sagen können, was wollen. Richtig, naja, und hat jetzt der Luther Leiberl gehabt, sehr leicht? Nein, durch den Buchdruck, durch den Buchdruck hat es viel mehr Vervielfältigungen gegeben von dem, was er geschrieben hat, und es hat nicht alles verbrennen können, weil es so viele waren. Richtig, das heißt, wenn man Zugang zu Medien hat und hat Vervielfältigung, man hat man Macht. Na gut, Hure, das schaut ja schon ganz gut aus. So, ich möchte das mal ganz kurz zusammenfassen. Nur in ein paar Sätzen. Mhm. Die katholische Kirche. Gesamtgeschichte. Unter besonderer Berücksichtigung der Lutherzeit. Nur in ein paar wenigen Sätzen. Was fällt da ein? Die Geschichte von der Kirche? Ja. Ja, also gegründet also, von Jesus von Nazareth, richtig. Um null herum, aber auch nicht ganz genau, weil sie sich da verrechnet haben. Ja, das ist jetzt egal. Dann durch Paulus und Petrus in die damalige Welt ausgetragen. Also richtig, nach, kannst ruhiger ein bisschen mehr überspringen, dann der Papst. Ja. Dann daraus, also Simon, der dann genannt Petrus, der Fels, richtig. Ergibt sich das Papsttum, ja. Das aber eigentlich erst so um 900 herum wirklich stark. Dann Mittelalter. Ja, also die Kirche in der ersten Zeit, was jetzt so die ersten zwei, drei Jahrhunderte? Da hat es noch nicht einmal Ministranten gegeben, gar nichts. Genau, gar nicht, die Sachen waren noch nicht aus Gold. Aus Stein waren denn noch, alle? Wenn überhaupt, ne? Mhm. Und dann hat sich's aber verändert und das ist vielleicht ganz wesentlich. Dann hat's... Römisches Reich. Genau, Römisches Reich, dann Spaltungen... Naja, wie der erste Kaiser gesagt hat, das taugt man, ne? Der Konstantin war das. Ja. Dem ist im Traum erschienen ein Kreuz und da ist gestanden im Hochsiegel Wind irgendwas. Ja. Gleich wirst du siegen. Und dann hat er einen Schlag gehabt und hat er mit dem Kreuz, ist er kämpfen gegangen. Und hat gewonnen, und hat ne? Gewonnen, ne? Und na auch, eben. Daraufhin hat er, ist aber selber erst am Sterbebett getauft worden. Warum? Weil er vorher noch nicht Lust gehabt hat. Weil er keine Zeit gehabt hat. Richtig, weil er ist Papst. Warum hat er keine Zeit gehabt? Na warum? Na warum, Hure? Mich brauchst nicht fragen, ich hab studiert. Eben, dann sag's. Erst, ich kann da Watschen auch geben, auch wenn es illegal ist, das ist mir wurscht. Ich lass dich durchrasseln auch noch, Hure. Ja, das sag ich aber dann auch zum kritischen Schüler. Das kannst du noch. Da gehen wir durch. Ja gut, jedenfalls war der Konstantin dann der erste römische Kaiser, der getauft war, christlich. Ja. Dann hat sich das Oströmische Reich abspalten. Wohin? Die sind selbstständig. Selbstständig und? Und das Weströmische Reich war auch selbstständig. Richtig. Und das Oströmische war dann mit Hauptstadt Byzanz. Also Konstantinopel ist dann Byzanz geworden. Ja. Und daraus ist die orthodoxe Kirche entstanden. Wo war die Coca-Cola-Fabrik zu der Zeit? Die hat es noch nicht gegeben, so in Amerika später in Atlanta, Georgia. Warum hat es das noch nicht gegeben? Weil es noch keine Neger gegeben hat in Amerika, die arbeiten hätten können. Und? Und Zucker war auch noch keiner da. Und es haben noch viel zu viele Indianer gelebt. Hätten wir erst umbringen müssen, genau. Ganz genau. Und in Atlanta war dann diese
Rassenunion auch. Und Olympiade? Die Olympiade, und wer hat gewonnen? In was? In die meisten Sachen? Die Amerikaner wieder. Und? Der Gerhard Berger, wir sind Österreicher. Der hat sich dann das Flugzeug kaufen können nachher. Was ist mit der Tochter von ihm? Die war mit dem Sohn von George Harrison zusammen dann. Na Blödsinn, umgekehrt, oder? Der Sohn von Gerhard Berger nicht? Die Tochter von Gerhard Berger war mit dem Sohn von George Harrison zusammen. Und der Gerhard Berger wollte bei den Beatles einsteigen. Darum hat er den George Harrison umgebracht. Weil er sein Musikfan ist. Und der Niki Lauda ist mehr auf Reggae gestanden. Der hat Bob Marley immer gern gehört. Und drum ist das ein Freund vom Haupt auch. Richtig. Und deswegen, was hat jetzt die Formel 1 mit der Reformation zu tun? Bei der Formel 1 werden ja auch die Regeln immer reformiert. Genau, richtig. Zum Beispiel kürzere Flügel. Pole Position. Oder gelbe Fahne. Oder blaue, grüne. Zeitmessung und... Richtig, ist bei beide die Zeitmessung. Genau. Ja. Also, und gut. Macht. Richtig, es ist ein Macht- und ein Wirtschaftsfaktor. Wie die Reformation. Ganz genau. Und dann außerdem dürfen die reformierten Priester heiraten. Das dürfen die Rennfahrer auch eigentlich. Sie dürfen heiraten und damit? Kinder kriegen und Erben kriegen. Wie machen sie das? Mit Ficken. Richtig, sie dürfen ficken. Die reformierten Priester dürfen im Gegensatz zum katholischen Priester, dürfen sie dezidiert erlaubterweise das Ficken machen. Und das, okay? Ist das Arge, und das ist natürlich auch eine ganz große Veränderung. Warum? Weil bei den katholischen Priestern, weil die eben das Priesteramt kennen und das Papsttum, haben die natürlich auch Kirchengüter und Häuser und Ländereien. Und wenn die Priester ficken, dann kriegen sie Kinder und dann wollen die was erben. Das heißt... Und das wollen die aber nicht, die Kirchen. Weil, wenn das geerbt wird, was ist das dann? Dann geht's weg von der Kirche, dann kriegen sie die Kinder. Es ist Privatbesitz, Hure. Genau. Wir müssen die Dinge beim Namen. Es ist Privatbesitz. In der katholischen Kirche gibt es keinen Privatbesitz. Genau. Und deswegen dürfen die Protestanten eben schon. Richtig. Und denen macht ja nichts, wenn die anderen was erben. Aber in der katholischen Kirche entsteht dadurch ein wirtschaftlich zentraliertes System. Zentralistisch heißt das. Zentraliertes System. Entschuldigung. Uri, glaubst du, dass du mir sagst, ich habe das studiert? Nein, wollte ich ja nicht sagen. Ja, aber ich habe studiert. Was? Geschichte. Ah, kennen Sie die von Rotkäppchen und dem bösen Wolf? Nein. Also das war so, dass die Mutter zum Rotkäppchen sagt, da, die Großmutter im Wald ist krank und mag es nicht einen Korb bringen mit Wein und Kuchen. So, die Lidler sagt man jetzt bitte sehr ungefähr, wann ist die Reformation passiert, Lidler? Lidler! Schlafst du schon wieder? Wo ist die Lidler? Ich glaube, die Lidler. Fehlt. Aber wo ist die heute? War die gestern in der Schule? Gestern war... Meine Sie... Donnerstag oder Mittwoch? Mittwoch. Ja. Puh, war die gestern da? Wo war gestern? Gut, dann sagst du, was du, Hure. Ja, bitte, was? Ich hab die Frage nicht ganz verstanden. Wann kann man zeitlich die Reformation einordnen? Ich würde sagen, Anfang 16. Jahrhundert. Wieso? Weil er da Luther geklebt hat. Genau. Was hat der überhaupt damit zu tun? Der Luther... Mit der Reformation? Ja. Ja. Der Luther hat die Ideen gehabt, nicht? Was war dafür notwendig? Ein Kopf. Richtig, Hirn. Weil im Kopf... Die kommen nicht Ideen, die entstehen mit dem Hirn. Im Hirn drinnen sind die Sachen. Ne? Und um eine Reform überhaupt auf die Idee kommen zu können, Hure, ja, musst du einmal das, was einmal da ist, kennen. Mhm.
Wie hat er das kennengelernt? Er hat, also er war Mönch. Ja. Und dadurch? Dadurch war er Priester auch. Dadurch hat er die Sachen lernen können. Er hat sich auskennt, nicht? Er hat auch unterrichtet nämlich. Er hat einen Lehrstuhl gehabt und er hat sich damit auseinandergesetzt. Das heißt, bevor man mal sagen kann, wie man was anders macht, muss man sich auseinandersetzen einmal mit den Sachen, wie sie sind, ne? Obwohl, er wollte sie gar nicht anders machen, er wollte sie einfach abspalten, glaube ich, oder? Und plötzlich, er wollte es anders machen, eigentlich, das Abspalten ist danach gekommen. Naja, das, wodurch ergibt sich das Abspalten? Wenn einer was besser machen oder anders machen möchte und der andere nicht mitziehen möchte. Na genau. Sind bei einer Band, wenn zum Beispiel einer... Richtig, was fällt dir da ein für eine Band? Sisters of Mercy und Mission zum Beispiel. Oder? Da wollen Hasse abspalten. Ja, oder? Oder die Purple und Whitesnake. Die Purple und Whitesnake. Oder... Ein bisschen früher, Ende 60er Jahre. Hat sie noch abgespalten, eine andere Band? Ich überlege gerade. Ja, Ozzy Osbourne und Black Sabbath kann man eventuell, wenn Ozzy Osbourne... 70er Jahre, ja. Naja, auch Einzelaufspaltungen, die Beatles. Ja. Sie haben sich in vier verschiedene Richtungen aufgespalten. Aber keine neuen, also die Wings dann nachher, ja, stimmt. Naja, der eine hat die Wings gemacht, der andere hat die Yoko Ono Foundation gemacht. Aber die Wings sind nicht gleich nach den Beatles, das hat noch eine Zeit gedauert. Ich meine zum Beispiel, dass dann gleich eine andere Band entsteht nachher nach dem Abspalten, das wäre... Ja, fällt dir dann noch was ein? Heaven 17 und Human League. Also Human League und Heaven 17. Ja. Duran Duran und Arcadia. Ja. Man weiß eh einiges. Danke. Wie gelernt. Wann mich viel Stoff auch. Ja. Hat der Luther Geld gekriegt dafür eigentlich? Naja, direkt nicht vom, also vom Papst einmal nicht. Ja. Aber von seinem Fürsten, sein Fürst hat das gut gefunden. Richtig. Das heißt, er hat natürlich auch, um sowas durchführen zu können, auch, du hast ja schon richtig gesagt, der hat den Buchdruck gehabt, braucht er Geld. Und das war dann der Fürst, in dem, wo er gelebt hat, nämlich in, Wittenberg oder so, irgendwo in der Gegend. Und der Fürst, der hat nämlich vorher sich jetzt nicht viel Schulden machen müssen, weil er den Papst so viel zahlen hat müssen, weil ja. Das damals eben so war, dass man für jeden Titel zahlen hat müssen. Ja. Also das war im heutigen Gegenwert von 50, 60 Millionen Schilling. Ja. Ein Titel. Also wirklich ordentlich Kohle. Da hat man den Papst was zahlt. Genau, dafür, dass er dann befördert worden ist. Dann ist er zum Kurfürsten, zum Teufel befördert worden. Ne? Ja, zum Teufel weiß das... Also ich weiß, da hat so der Herrscher, wo der Luther gelebt hat, der hat halt mehrere, der wollte sich halt machtmäßig ausbauen und das hat halt immer Geld gekostet an den Papst. Und dem ist es halt auf die Nerven gegangen, dass er den Papst so viel Geld schuldet, darum hat er den Luther unterstützt. Genau. Also ist der Urmotor, dass das überhaupt möglich war, ein wirtschaftlicher. Das richtig. Ist ja interessant, nicht? Nach außen hin quasi plakativ dargestellt, ein theosophischer von mir aus oder theologischer Hintergrund. Ja. Aber ursprünglich ein wirtschaftlicher Hintergrund. Na, weil religiöse Reformatoren hätte es schon genug andere gegeben, wie gesagt, aber bei denen haben immer zwei Sachen gefehlt. Erstens mal haben sie nicht die Möglichkeiten gehabt durch den Buchdruck, dass sich ja. Die sind einfach verbrannt, zum Beispiel der Hus oder wie sie alle heißen, die sind halt verbrannt und fertig, ne? Und dann ja. Hat die Sache gegessen. Aber beim Luther hat es halt mehrere Abdrücke gegeben und zusätzlich hat er unmittelbar im Wirtschaftlichen hat es Menschen gegeben, die es unterstützt haben, die wirtschaftlichen Nutzen davon gehabt haben. Genau, nicht? Und wie die Revolution, die Medienrevolution durch den Buchdruck, fällt da was in der heutigen Zeit ein, womit man das vergleichen kann? Internet. Richtig, das Internet. Nicht als Informationsverbreitungsmedium, nicht? Genau. Noch weniger Aufwand als beim Buchdruck eigentlich? Nein, ein Computer ist schon auch Aufwand, nicht? Naja, jetzt musst du dir vorstellen, aus der Zeit heraus, da hat man die Maschine braucht, das hat man alles setzen müssen. Jetzt für denjenigen, der das macht, der setzt sich hin und der tut das, schreibt das im Computer und stellt es auf eine Webpage, ne? Also ist nicht mehr so viel Aufwand wie früher. Vom Zeitlichen, ne? Ja. Nicht? Das heißt, quasi Zugang zu den Medien ist gleich... Macht. Ist gleich Macht, genau, eine Auffächerung von Macht. Wenn Macht aufgefächert wird, da wird's weniger. Wird's für den, der vorher die allein
Macht gehabt hat, also das Machtmonopol, der muss was hergeben von der Macht, nicht? Und das wollte die Kirche nicht, weil die ist wieder mit Geld verbunden. Und mit dem Geld haben sie die schönen Häuser zum Schlafen. Und auch die Kirchen und so. Und die Kirchen, richtig. Und zum Beispiel das eine, was das Dach zum Beispiel, was bei Frau Leichnam immer so drüber haben, oder ist das Pfingsten? Ja. Oder so ein Baldachin. So. Genau. Das kostet ja auch total Geld. Natürlich, da musst du die Sachen reinstricken. Die Goldsachen musst du reinstricken überall. Und die Griffe sind auch aus Gold. Nein, ja, glaubst du, das Gold kommt von selber drauf? Nein. Das muss man ja fangen. Fangen muss man so und züchten und dressieren. Genau. Und das ist alles aufwendig. Und das kann man sich nur leisten, wenn man viel Geld hat. Und woher hat man das Geld? Wenn man in der Machtposition ist, dass man sagt, ja, wenn der und der das macht, kriege ich Geld. Und da hat es eben verschiedene Möglichkeiten. Du hast das gesagt mit den Titel, der Schuldenablass. Bis heute gibt es die Kirchensteuer, nicht? Aber die haben es den Nazis erst wieder eingeführt. Ja, ist einfach nicht die Kirche. Naja, wie man das jetzt nennt, ist wieder eine andere Sache. Ob ich jetzt sage, es ist ein Schuldenerlass oder man sagt, man zahlt monatlich was oder jedes Mal, wenn man zu der Beichte hingeht. Aber es ist ja nur im deutschsprachigen Raum. So zum Beispiel in Amerika gibt es ja keine Kirchensteuer, da wird nur freiwillig gesammelt. Naja. Und das bei uns ist das nur, das haben wir die Nazis eingeführt. Das wozu brauchen in Amerika die so viel Geld beim Freiwilligen einsammeln? Ja, weil sie dann Prozesse führen müssen, richtig, gegen Kinder verzahnen. Weil sie es immer ausgreifen, die Ministrantinnen und Ministranten. Nicht? Weil die so kurze Röcke anhaben. Genau, weil die Kleider anhaben und das ist geil. Weißt du? Hure. Hure, wieso lachst du so deppert jetzt? Weil ich kurze Kleider lustig finde bei Ministranten. Genau, richtig. Gut, dann gehen wir wieder zurück nach Europa. Ja. Zu der Zeit hat es ja Amerika in dem Sinn erst ganz kurz nur gegeben, ne? Ja, das war die neue Welt dann sozusagen. Das war die neue Welt, da ist der Christoph Kolumbus, ist rübergefahren, hat glaubt, hat ist nicht einmal bis hinkommen, ne? Ja, also, dass die Erde rund ist, haben die damals schon gewusst, die Menschen. Das war jetzt nicht der Grund, dass die so skeptisch waren bei der Isabella, bei der Königin, sondern er hat die Entfernung einfach falsch berechnet. Richtig. Deswegen haben sie es nicht. Aber Amerika hat es in dem Sinn noch nicht gegeben, das ist jetzt später gekommen. Wir gehen zurück zur Reformation. Ja. Was hat sich der Martin Luther dann gekauft um das Geld? Eine Kirche. Ja, welche? Die St. Florian auf der Wittenaufstraße. Wie hat er die eingerichtet? Naja, zuerst einmal billig mit Ikea-Zeugs. Und dann später? Dann, wie er geheiratet hat und mehr Geld gehabt hat. Hat er dann eine Wittmann-Couch reingestellt? Ja. Was für Kirche, Küche? Die, eine von Bulthaupt. Richtig, Bulthaupt-Küche. Mit technischer Ausstattung? Dampfgarer. Ja. Dann Induktionsherd. Ja. Mikrowelle. Mikrowelle. Dunstabzugshaube. Ja, dann. Was war revolutionär an der Küche? Es war im Kühlschrank ein PC eingelassen, ein Monitor, Internetanschluss. Richtig, das heißt, du hast in der Küche direkt die Kochrezepte aus dem Internet runterladen können. Was hat er gekocht? Na, Hauptsache Fertigdosen und auf dort. Ja, aber was war sein Leibgericht? Indianerknödel mit... Nein, Grätzenknödel mit Rammelsauce. So, jetzt hat mir die Hure eh alles erzählt. Der Hure. Peter Hure. Ja, du. Es steht eh hier, wie du heißt. Ja, weil, gesagt, weil du so lange Haare hast. Ja, aber wenn ich Peter heiße, nicht Petra. Ja, aber schau dich einmal an. Hast dich im Spiegel geschaut einmal? So ja. Schaut er kein Bub aus. Das ist modern. Ist der Bub? Aber lange Haare sind modern. Ist der kein Mädchen? Aber früher haben die Menschen auch lange Haare gehabt. Wann früher? Im Mittelalter, die Freien haben immer lange Haare gehabt. Die Freien? Ja. Die Könige und die Fürsten so. Naja, aber die haben sich die Haare gewaschen. Ich hab's auch gewaschen. Ja, die sind ja total verfilzt. Du schaust ja aus wie ein Neger. Das sind Dreadlocks. Das gehört so als modern. Dreadlock? Mhm. Dreadlocks. Das ist, das sagt man dann, das ist Dreadlock, wenn man die Haare nicht wascht, ist ein Dreadlock, oder was? Naja, wenn's so verfilzt und so Zöpfe werden. Und Läuse drinnen sind, ne? Das sind keine Läuse. Ja, was ist denn das dann? Wie in Jamaika. Ja, was ist das, was da drinnen herumkriecht die ganze Zeit? Mein Hamster.
Den hast du am Kopf immer? Ja. Weil er keiner zu Hause ist bei mir daheim. Der hat Angst alleine. Und dann nimmst du ihn in die Schule mit? Ja, wohin soll ich denn sonst? Hast du das im Sekretariat angemeldet? Nein, tut ja niemandem was, weißt du nicht. Naja, bitte. So. Reformation. Also Reformation ist zum Beispiel, wenn so Rotwild im Wald, ja, wenn die sich zu fünft oder zu sechst aufstellen, aber so koordiniert, also das vorne eine, dann zwei, dann drei, eine richtige Formation und dann Informationsmarsch, also Flug geht nicht, weil sie nicht fliegen können, durch den Wald laufen zu einer, ja, Lichtung und dort fressen. Richtig. Das ist eine Reformation. Und wenn es regnet, was ist das dann? Da ist es nass. Synchron schwimmen. Richtig, also wenn eine Reformation im Regen ist, ist es Synchronschwimmen. Richtig. Wer war denn eigentlich ursprünglich der die Idee gehabt hat für sowas, dass man auch andere Sachen glauben kann, außer an die Maria und Gott, also von der Art her? Hure, sagst du mir das? Warum immer ich? Bitte, bin schon ganz gestunden dran. Das stimmt. Nehmen wir die Wildner. Wildner! Wo ist die Wildner? Wo ist die Wildner? Ist die aufs Klo gegangen oder was ist mit der? Keine Ahnung, ich hab's heute noch nicht gesehen. Ist sie auch nicht da? Also da, jetzt in der Klasse sehe ich es nicht gerade. Wildner, schreibe ich mir auch auf. Wildner. Das ist die Achte, die fehlt, Hure. Dann sagst du mir das. Wer angefangen hat mit den Ideen? Der Luther. Der Luther, richtig. Wer war das? Das war der Papst von Tirol. Ja. Und Bungee-Springer. Richtig. Warum gerade Tirol? Weil Tirol wohlhabend war durch den Tourismus. Ja. Weil die ganzen Bayern und die Biefke herumgefahren sind immer. Ja, aber warum sind die Leute dorthin gefahren? Warum hat der Tourismus so floriert? Weil... Wegen die Hotelhure. Die haben die ganzen Hotels gehabt mit den Zimmern, wo die Leute sich reingelegt haben. War ja kalt in der Nacht beim Skifahren. Ja? Aber die Lifte haben ja schon um 4 Uhr zugemacht damals. Genau. Und danach haben die Menschen irgendwo hin müssen, sich umziehen, erstmal die Skischuhe ausziehen, weil richtig, mit den Skischuhen kann man nicht tanzen gehen. Und da sind sie in die Hotel gegangen? Genau, und die Hotel haben aber Geld gekostet. Und das Geld hat wer gekriegt? Die Hotelbesitzer. Und aber in Folge, wenn die Hotelbesitzer am Sonntag in die Kirche gegangen sind? Die Kirche. Also der Luther. Richtig. Wenn sie in seine Kirche gegangen sind. Richtig, wie hat die geheißen? Ich frag dich, Hure. So, Entschuldigung. St. Florian. Richtig, auf der dritten Hauptstraße. Genau. Und da sind sie hingegangen mit dem Geld, haben gesagt, da hast du ein paar Gulden, oder was die Währung war. Der Luther hat gesagt, danke, und was hat er sich gekauft? Den 7er BMW, den 9. Und was kann der? Nein, der kann fahren. Und sonst, was kann der mehr als der 3er BMW zum Beispiel? Ja, der hat ein wesentlich stärkeres, größeres Fahrgestell. Das ganze Auto ist wesentlich größer. Das ist die größte Limousine vom BMW. Und wofür braucht man Limousine? Naja, wenn man wohin fahren will und Fernsehen gleichzeitig. Mit dem Chauffeur. Der Luther war der Papst von Tirol. Hast du ja selber gesagt. Ja. Na, glaubst du, der fährt mit der Kutsche? Ja, aber er hat einen Chauffeur gehabt. Natürlich hat er einen Chauffeur gehabt. Wer war das? Tobias Moretti. Richtig. Tobias Moretti. Und wer ist hinten beim gesessen? Der Papst. Wer noch? Wer ist mit dem Papst gesessen auf der rechten Seite? Weiß ich. Die Joan Collins. Ja. Und auf der anderen Seite? Dolly Buster. Dolly Buster, die Porno-Queen. Ist die verwandt mit Freddy Quinn? Das ist die Tochter von Freddy Quinn. Nur die Tuteln hat sie sich dazu gekauft. Hure, du solltest dich wirklich besser vorbereiten.
was mir am liebsten wäre, geh ins Bett, schlaf gut und träum süß von so einer guten Hure.